Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung, zu einem neuen Let's Play, und zwar Back to the Future, the Game, ebenfalls wie schon Walking Dead von Telltale. Und wir gucken mal kurz Hilfe und Einstellung. Ich hoffe mal, der Sound passt so alles. Untertitel und Hilfe, Hinweislevel, okay, 4 Stufen. Ich lasse einfach mal aus. Ansonsten Untertitel an, Pop-up-Text an, Ziele einblenden, machen wir mal auch aus. Lautstärkeregel, lassen wir mal auch so. Bildschirmauflösung habe ich schon geändert. Ansonsten ist das auch alles okay. Ja, dann hat sich das. Gut, dann gehen wir mal schon sofort rein hier. Von 2010 ist das Spiel. Also war noch vor dem ersten Walking Dead Season. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wann Marty neue Ziele hat? Ja, bitte. Ich bin noch unerfahren. Nein, danke. Ich bin ein erfahrener Spieler. Ich bin zwar ein erfahrener Spieler, aber... Ah, ich bin ein erfahrener Spieler. Das klappt schon. Bestimmt nicht. Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einie. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow, wow, wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut, gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Wo hat er ihn denn bitte schön angeschnallt? Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Fahr mit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Wer die Filmreihe kennt. Nicht mich, den Wagen, den Wagen! Der weiß natürlich jetzt, was passiert. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Das ist jetzt natürlich eingedeutscht im Moin. Also, ich mache es mal for hours. Leute, steht ihr nicht gerade in Flammen? Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Heißt auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment. Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt, ja, die Sie aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Vor 27? Doc, für 20. Was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Doc braucht sein Notizbuch. Lass Marty nach links laufen, bis du Docs Notebook sehen kannst. Okay. Der Gang ist auch geil. Lalalala.
ist in der Kiste? Nicht anfassen! Das ist Plutonium! Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? In den 80ern? Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Ja. Das ist es! Der berühmte Fluxkompensator. Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal, Doc, sollten wir nicht verschwinden, bevor die Libyer auftauchen? Doc? Großer Gott! Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Die Twin Pines Mall ist auch eine kleine Anleihe, glaube ich. Nein! Könnte man meinen, das Twin Peaks später? Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Geingelt hat? Doc! Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Ja. Aber mal ganz kurz Stopp. Ich habe jetzt auch wieder mich vollends einfach so ins Spiel geworfen. Also ohne irgendwie Vorwissen, wie jetzt die Handlung ist. Ich kenne ja nun die 3 Filme, ich habe ja damals gesuchtet als Kind. Und im ersten Teil geht es in die Vergangenheit, zurück in die 50er, dann geht es in die Zukunft, ins Jahr 2015. Im zweiten Teil und im dritten geht es in die Western-Zeit 1885, glaube ich. Und so wie es jetzt aussieht, 1986 haben wir jetzt, das heißt ein Jahr nachdem die ersten 3 Filme gespielt haben. Und Marty hat geträumt, wie es aussieht, das erste Treffen damals mit Doc Brown und dem DeLorean, wie es vonstatten ging. Hat jetzt natürlich Panik, was da abgegangen ist. Okay. Also sind wir nach den 3 Teilen angesiedelt. Das ist schon erstmal gut zu wissen. Episode 1, es ist an der Zeit. Man merkt auf jeden Fall, sie haben es eingedeutscht, komplett. Interessant, was sie ja mit der Walking Dead Reihe nicht gemacht haben. Soundtechnisch oder Synchronisation, die Sprecher passen, sind natürlich nicht die von damals, aber so ein bisschen scheint es buggy zu sein, denn sie hat gerade eben bis zu ihrem guten Jahr 1986 hat sie vergessen noch zu sagen. Da scheint es ein bisschen fehlerhaft zu sein, das Ganze. Aber schauen wir mal die Dinge, was jetzt hier kommt. Wie sich das vom Spielerischen auch unterscheidet. Hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne?
Das ist nicht fair. Aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Doch. Hey, Marty! Hi, Bill. Es kann. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich... Biff Buten. Was ist denn mit der... Schwelge nur in Erinnerung. Wähle Objekte im Labor aus, um sicher zu gehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Es ist wirklich sehr buggy, merke ich gerade am Sound. Ey, lass Biff, mich! Lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Hinweise, was bisher geschah. Aquarium? Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc. Gucken wir uns mal um. Weil ich frage mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Wie lange das jetzt hier so dauert, um das alles zu erforschen. Hey, Dad! Was macht Biff hier? Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly! Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hat eine Menge Schulden überall hier hast in der Stadt. Hast du die Docs-Modell von Hill Valley angesehen? Hilfe und Tipps also doch. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Achso, beenden. Ich schau mich weiter um. Danke, Dad. Verstärker, Verstärkeregler. Das ist schon mal ein ordentliches Ding. So, da waren wir. Das würde Jennifer gefallen. Sie mag alten Kram. Im Original sind Christopher Lloyd, Doc Brown und die Jennifer gespielt hat. Die einzigsten, die für ihre Synchrontätigkeit so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern. Dann schauen wir uns mal den Rathaus. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Komm, du kennst meine Eltern doch schon ewig. Ja, und? Könntest du mir nicht das Modell des Gerichtsgebäudes geben? Der alten Zeiten wegen. Nö, ich denke, das behalte. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben.
sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hier über, Kleiner. Fast richtig. Aber das könnte etwas wert sein. Sieht ohne das Gerichtsgebäude irgendwie leer aus. Da kann ich nicht weiter. Hey, lass mich probieren, Marty. Ja, sehr gut. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Sie haben recht, Mr. McFly. Genug von dem Mist. Also, Biff? Entschuldige, Marty. Ich würde jetzt aber sagen, dass man die Verstärker machen könnte, aber wir reden nochmal mit Biff. Hey, Biff. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Ich geb dir gleich Tod. Das Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Ja. Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Ach, vergiss es. Dann schauen wir noch mal weiter. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Volle Möhre. Vielleicht fliegt ja hinten Biff die Rosette weg. Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Was haben wir hier vorne noch? Nichts weiter? Ja, hey Gitarre. Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Hi, Biff. Okay, Inventar. Folgendes Foto von George. Ah, also man merkt, hier sind die Anleihen an, unter anderem auch an Monkey Island. Und ich benutze das und versuche es da dran. Und wir versuchen natürlich, nehmen die Gitarre und versuchen sie am Verstärker. Hier ein altbekannter Song. 1, 2, 3. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Die fliegen gleich die Ohren. Ich zeig dir mal, wie das geht. Oder mach so halt. Also Biff, ich glaube, mir das ist die Ohren zu halten. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Biff, ich hab dir doch gesagt, dass Martys Gitarre für dich tabu ist. Oh, klar, natürlich, Mr. McFly. Muss ich da irgendwas noch... Hab sie dir nur vorgewärmt, Marty. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Nein.
Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Na, gucken wir mal Hinweise. Hol dir Docs Notizbuch von Biff zurück. Ziemlich viel Kraft wäre nötig, um Biff das Notizbuch aus der Hand zu schlagen. Aha, okay. Also dieser Verstärker ist gefährlich. Aber wir haben jetzt auch keine... Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Ja, er hat ihn ja, als er im ersten Teil in die 50er zurück ist, geholfen. Muss da noch irgendwas sein? Genug von dem Mist. Also. Entschuldige, Marty. Okay, dass man das nicht abbrechen kann. Oder doch, vielleicht schon. Hey, Biff. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Ach, Biff, hab dich nicht so. Ach, vergiss es. Ich werde wohl nie erfahren, was man damit macht. Müssen doch irgendwas. Hier anrichten können. Hey Dad. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal. Hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja. Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Jetzt macht es doch nicht so kompliziert. Glaubst du, Räume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders... Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Sicher? Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Okay, Ich schau mich weiter um. Danke, Dad. Versuchen wir es nochmal. Wollt ihr eine Nummer von Biff und den Bifftones hören? Wir spielen immer wieder gerne für unsere treuen Fans. Jetzt. Okay. Also schon mal merken, wenn es sich vorangeht, mehr mit den Leuten in der näheren Umgebung. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Reden. Wie du meinst. Nein, Biff. Notizbuch. Oh, Scheiße. Doc, wo sind sie? Mehr als du denkst. Doc?
Eigentlich wollten sie einen Kühlschrank nehmen. Als Zeitreise. Kapsel. Aber da hatten sie dann doch zu sehr Angst, dass Kinder das benutzen könnten und sich da reinsetzen und da drin dann erfrieren. Einstein! Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht ihr Schuh ist. Marty? Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinen DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer. So, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay. Letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Das hilft nicht wirklich. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Haben wir noch was im Inventar? Docs Notizbuch. Ich habe so viel durchmachen müssen, um an dieses Ding zu gelangen. Das lasse ich nicht mehr aus den Nee, hätte ja sein können, dass du das irgendwo benutzen kannst. Die kann ich benutzen, um ein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Oder? Nein, nicht doch aus. Mal hier hinten auf was noch. Einstein, was ist los mit dir? Weißt du irgendwas? Was ist Doc passiert, Aini? Wie Lassie ist in den Boden gefallen? Setzen wir uns rein, In diesem Notizbuch sind Docs komplette Pläne für den Fluxkompensator und den DeLorean. Ich sollte sicher gehen, dass es nicht in die falschen Hände... Und mit falschen Hände meine ich hauptsächlich Biff. Ist vielleicht mit dem Schuh irgendwas? Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Marty? Ah. Marty? Ah. das wollte ich nicht. Wir könnten... Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich dort suchen soll. Die kann ich benutzen, um ein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Was anderes ist hier nicht. Wir könnten natürlich den Schuh nehmen und ihm Aini unter die Nase halten. Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Yippie! Das ist ein guter Punkt, auch jetzt für diese Folge zu beenden. Das war's also mit der ersten Folge Back to the Future, zurück in die Zukunft, das Spiel von Telltale. Bin mal gespannt, bisschen andere Herangehensweise als die Walking Dead Spiele, ja. Und mal gucken, was da auf uns wartet, wo uns der gute Einstein hinführt. Ich glaube, speichern. Spielstand laden.
Automatisch speichern, nachdem Marty durch die Zukunft etwas überrascht. 22.18 Uhr. Okay. Lehrerspiegel. Ach so, hier, okay. Hier kann man selbst speichern. Wunderbar. Wie, ich kann nicht speichern? Ist. Na gut, dann machen wir trotzdem für hier Schluss. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.